Hier hinten. Wo? Noch weiter nach hinten am Boden. Ich habe sie nicht gesehen. Da ist Bedrock. Zu dunkel. Schlicht. Da geht's wirklich bis auf den Boden. Ich habe sie abgeräumt. Hier waren sie. Ich habe mir selbst eine gebastelt. Wenn du mir schon keine geben willst. Hallo? Geht's ihnen eigentlich noch? Wie viele waren es? Zwei. Einer. Wow. Mhm. Oh. So viel Kohle hier. Ah, und da ist fertig. Mit Kohle wird man das immer zugekackt. Seit N will immer. Ja schon. Oh, hat die Kohle auch eine neue Textur? Ja, das Jetpack abgedatet, weil wir auch eine neue Minecraft-Version haben. Ist ein bisschen alles verschieden jetzt. Oder ein bisschen neuer. Ein bisschen schöner. Ja. Yeah. Man sieht es auch an der Sichtweite. Man sieht, hier liegen ja noch mehr Diamanten. Ach du Spacken. Du weißt doch, dass wenn man irgendwo Diamanten findet, dass man noch schnell rundherum graben soll, weil vielleicht noch hinter Steinen Diamanten sind. Ja, eben, haben wir jetzt gemacht. Und noch mehr Kohle. Kommst du aus Polen? Redstone und Bedrock. Sind wir nicht schon fast wieder viel zu tief für Diamanten? Ja, ich glaube, Diamanten gibt's vom Bedrock bis zur Stufe 16. Aber ist nicht bei 13 etwa die Wahrscheinlichkeit? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, irgendwie so 16 oder so. Wahrscheinlich so zwischen 13 und 16. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir schon so weit unten sind. Hier schon bei Bedrock. Auf 5 sind okay. Schade. Hätte ja sein können, dass da unter der Lava. Ja, man kann nie versteckt sind. Ja, ich würde sagen, gehen wir wieder hoch. Ich glaube, wo auch immer wir gekommen sind. Dieses Minensystem bietet sicher noch viele, viele ausgereifte Sachen. Und wir werden sie alle früher oder später erkunden in unseren 3000 Folgen, die noch kommen werden. Ah, weiß ich auch. Bis dann ist Minecraft auf der Version 3.0 und ist zum Wirtschaftssimulator umfunktioniert worden. Ihr hattet schon bald mehr mit Landwirt. Gut, es haben viele in der Community, glaube ich, geschrieben, dass die Landwirte den Feldbau ein bisschen sehr, sehr mager finden. Du hast doch auch keine Ahnung mehr, wo wir durch müssen. Ich glaube, wir kamen hier hoch, da habe ich den Stein dran gemacht, da vorne, und dann müssten wir von hier gekommen sein. Hier bist du doch gestorben. In der Nähe, ja. Ah ja, gut, dann nehme ich hier noch die Schienen mit. Gut. Kann die Schienen mit irgendwas überhaupt schneller abbauen? Die Schienen mit irgendwas? Mit einem Kübel Wasser. Ja. Ja, und dann sind aber gewisse, glaube ich, doch ganz weiß drauf. Nicht. Ich meinte nicht, aber... Kann sein. So, machen wir hier noch schön den Eingang auf. Perfekt. Wir können auch hier den Eingang noch aufmachen. Hier haben wir schließlich... Ja, lassen wir doch unser Haus. Wir doch jetzt mal. Dort oben ist immer noch der andere Spinfbahner. Dann gehen wir raus, oder? Nein, ich habe nichts gegen... Ich bin ins falsche Loch rein. Ich habe nichts gegen lispelnde Menschen. Ich finde, die haben es nicht leicht im Leben. Und es ist eigentlich nicht witzig, dass man sich über sie lustig macht. Ihr würdet es selber auch nicht gerne haben, wenn man
sich über euch lustig machen würde, wenn ihr es hättet. Wieso mutiere ich jetzt zum Moderator? Ich habe keine Ahnung. Hilfe? Ja, hierauf. Nein, hierauf. Ich habe alles im Griff. Also, okay. Eigentlich nicht, aber... Dann ist ich tue jetzt mal so, als hätte ich es im Griff. Wir sollten hier mal den Weg ein bisschen weniger gefährlich machen. Ja, dann... Danke sehr. Chris. Ein Krieger. Oh je. Ist's Nacht? Liebe Krippelmann. Ja. Oh, schlag mich. Da kommt schon der Nächste. Du Trottel, oh Gott. Mich statt den Creeper schlagen. Huh. Das ist doch auch nicht mehr alle Taschen im Schrank. Einfach mich schlagen. Mich einfach schlagen gehen, hallo. Fällt ihnen eigentlich ein? Dann explodiert noch der Creeper in mein Gesicht. Oh mein Gott! Es schneit. Oh. Die Treppe rauf. Müssen wir hoch. Ups. Oh, noch ein Creeper. Nee, mit dir will ich mich nicht anlegen. Achtung, hinter dir! Hinter uns! Lauf! Wir kommen nicht mehr weg! Autsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich das Creeper-Loch hier. Ja, das ist die Rache der toten Creeper. So, jetzt kommt man wenigstens hoch. Oh mein Gott. Es geht wieder. Da ist schon wieder ein Creeper da unten. Und hier regnet es. Achtung, meine Zombie. Damen und Herren, hier der krasse Schnee zwischen Schnee. Ja, ich weiß schon. Ich hab's schon gesehen. Hier der krasse Schnee zwischen Schnee und Regen. Was? Da drüben brennt es! Da drüben ist ein Blitz eingeschlagen. Brennt etwas. Siehst du? Etwas von uns? Was brennt da? Der Holzbüschel hat gebrannt. Ach so. Der Grasbüschel. Nee, von uns hat nichts gebrannt. Nee, Spinne, ich möchte heute nicht mit dir spielen. Okay, dann sind wir ja schon wieder beim Haus. Oh, da hinten brennt es auch. Ja. Das ist ein Blitz um 25. Das schöne Feld ist wieder saftig. Bereit zu ernten. Felder. Ja, ich gehe gerade. Und ich esse etwas. Weil wir müssen. Ja, die eine Türe ist offen, aber der Zombie geht die andere Türe kaputt schlagen. Wie dumm ist das denn? Sie haben zwar an den Computer KI Mechaniken gefeilt, aber Zombies sind immer noch schrunzdumm. Sonst wäre der andere nicht freiwillig in die Lava gesprungen. Definitiv. Du Spinner hast mich nicht gesehen, ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht. Wunderbar. Ups, da war ein einziger nicht ganz reif. Oh mein Gott! Was war da denn los? Hättest du ja zum Fenster hinausschauen können. Das brauche ich und Kohle. Eisen. Was bist du dir gerade am machen? Leckeres Eisen. Lecker Eisen. Ich habe gedacht, du noch. Ja, es hat nur noch ein. Haha, ich stehe hinterm Zaun und du kommst nicht durch. Also die Spinne kommt ja noch ein Stück rohes Fleisch.
So. Können Zombies auch Zaunpflanzen kaputt machen? Wüsste ich jetzt nicht, aber ich meinte nicht. Gut ist, dass sie gefixt haben, dass man über die Felder rennen kann, das ohne dass sie gleich kaputt gehen. Mein Inventar ist voll. Dum dum da dum. Die Minecraft-Musik setzt bei mir ein. Ich habe sie bei mir ausgeschaltet, aus dem Grund, dass wir, da wir immer noch separat Musik hinzufügen, genau. Dann bringt es nichts. Muss mal schnell rüberrennen. Dort hinten brennt ein Baum. Oh je. Und wenn der streut, ist nicht mehr gut. Und der fängt an zu streuen. Sehr gut. Feuerwehrmann Bob. Ja, Feuerwehrmann Bob. Bob der Baumeister. Keine Ahnung warum. Jetzt Bob der Feuerwehrmann. Genau. Was? Das glaube ich auch. Okay. Ich gehe mal Schafe vermehren. Ich bringe ein bisschen in Ordnung Zeit? In die Kisten. Das ist ja katastrophal. Früher war ich noch die Hausfrau und du warst der, der mit den Saufkumpanen raus ist. Immer dieses Elend. Was ist aus dir nur geworden? Die haben mir noch bis heute am Hals. So. Haben wir schnell das Wasser repariert. Das ich kaputt gemacht habe, aus Versehen. Warte, ich muss mir zuerst noch. Nein, ich muss zuerst mein Ingen. Also du bist ja gerade am Aufräumen. Dann darf ich dir sicher die Items, die ich gerade nicht brauche, ins Gesicht schmeißen. Bevor ich wieder deine schöne Ordnung kaputt mache. Brauche ich nicht. Reichen 12? Brauche ich auch nicht. Ich habe eine Fackel. Keine Ahnung von wo. Brauche ich auch nicht. Habe ich für dich als Geschenk. Das auch. Das hier können wir gebrauchen. Das auch. Rede Diamanten. Dann das behalten wir mal noch. Könnte ich ja. Du hast mir eine Spitzhacke geklaut. Ich hatte 3 Spitzhacken. Vielleicht ist die auch verdespawnt. Wenn ich gestorben bin und alle Items miteinander, dann würden auch alles... Vielleicht habe ich auch eine aufgepickt. Aber ich habe mir auch eine selber gemacht. Ja. Ja. Zeige ich auch immer. Ich brauche 2 Eisen. Hier in dieser Kiste hat es Eisen. Hier hat es keine 2 Eisen. Haufenweise. So. Okay. In meinem Schafgatter laufe ich wieder mal amok. Ah, Lapis Lazuli muss ich noch ein bisschen. Blaue Schafe. Brauche noch ein bisschen blaue Schafe. So 5. Ah, ich habe ja selber 34.